Unser Bundeskanzler hat ja ursprünglich gesagt, dass im Juni alle, die wollen, geimpft sein werden. Das hält jetzt wohl doch nicht. Wir schauen uns gleich an, warum sich das auf Ende Juli verschiebt. Und wir haben bei uns in Österreich die zweitbesten Badeseen in der EU. Wer im Ranking vor uns und wer uns dicht auf den Fersen ist, gleich. Und Badeseen ist auch das Stichwort fürs Wetter. Meine Wassertemperaturen noch eher frisch, 16 Grad im Attersee oder im Wörthersee heute noch zum Beispiel. Aber immerhin die Lufttemperatur geht schon in Richtung Sommer. 19 bis 26 Grad schaffen wir heute. Dazu viel Sonne. In den Bergen können sich am Abend und Nachmittag Wolken bilden, wo es dann vereinzelt auch regnen oder gewittern kann. Sonst aber durchgehend sonnig. Guten Morgen, Servus und Hallo bei Push. Heute ist Mittwoch, der 2. Juni 2021. Das ist euer kurzes Update von Krone TV. Jeden, der sich impfen lassen möchte, wird bis Ende Juni eine Erstimpfung angeboten. Das sagt unser Bundeskanzler Sebastian Kurz noch Anfang April. Dieses Versprechen kann er jetzt aber doch nicht einlösen. Der Grund? Zum Glück nicht schon wieder Lieferengpässe beim Impfstoff oder so, erklärt Sebastian Kurz gestern in einer Pressekonferenz. Wir haben einfach eine größere Impfbereitschaft und wir haben eine größere Gruppe, die geimpft werden kann. Das heißt, es hat sich einfach die Zahlenlage ein Stück weit zum Positiven bewegt. Es gibt ca. 500.000 Menschen mehr, die sich impfen lassen wollen, als die Regierung ursprünglich angenommen hat. Außerdem können ja mittlerweile auch Schwangere und Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren immunisiert werden. Um das Ziel zu erreichen, braucht es pro Tag mehr als 45.600 Impfungen. Und das hält Sebastian Kurz für realistisch. Impfstoff wird vorhanden sein, verspricht er diesmal. Aktuell haben 3,63 Millionen Menschen zumindest eine Impfung erhalten. Mehr als 5 Millionen sollen es dann Ende des Monats sein. Oberösterreich und Niederösterreich haben heute übrigens schon die ersten Impftermine für 12- bis 15-Jährige freigeschaltet. Da kann man sich ab heute also anmelden. Und je schneller möglichst viele geimpft sind, desto eher machen auch Clubs, Bars und Diskos wieder auf. Fix ist noch nichts, aber viele ExpertInnen sagen, dass Juli durchaus realistisch ist. Natürlich nur mit den 3Gs, Personenbeschränkungen und Hygienekonzepten. Aber wenn die Clubs dann wieder offen haben, würdet ihr sofort wieder feiern gehen? Ist nicht so einfach, die Frage zu beantworten, sagen zumindest die meisten, die wir auf der Straße getroffen haben. Ich glaube, ich werde erstmal ein bisschen abwarten, einfach weil ich immer sicher bin, dass extrem viel los sein wird und weil ich mich nicht gleich so in die Menge stürzen möchte, auch wenn ich geimpft bin, aber ich bin da eher generell ein bisschen auf der vorsichtigeren Seite. Auch wenn ich gern sofort losstarten würde, glaube ich, dass ich ein bisschen, mir am Anfang ein bisschen zurückhalten werde. Höchste Zeit, meiner Meinung nach. Aber ja, ich bin oft hier in Wien zu Besuch und da gehe ich auch gerne in die Clubs und ja, passt. Ja, ganz wichtig für die jungen Leute, ganz klar. Ich meine, ja, vielleicht gehe ich auch nochmal. Kann sein, nach so langer Zeit. Nein, also ich bin halt eine von denen, die sich wahrscheinlich nicht impfen lassen wird in der nächsten Zeit. Deswegen wahrscheinlich eher nicht, weil mit den ganzen Testen und so, das ist mir einfach zu blöd. Ich muss im Sommer auch trainieren. Also ich habe keine Zeit fürs Clubs am Abend. Lieber zu Hause. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, muss das ausgenutzt werden. Ich meine, nach dem Lockdown, jeder will wieder in die Clubs. Und zum Stichwort Sommer passt auch diese Meldung super. Österreichs Seen haben die zweitbeste Wasserqualität in der gesamten EU. Im Jahr 2020 haben 97,7% der heimischen Gewässer eine exzellente Qualität aufgewiesen. 1,9% sind als gut beurteilt worden, 0,4% sind nicht klassifiziert worden. Damit kommt Österreich auf den zweithöchsten Qualitätsdurchschnitt in der EU. Nur Zypern schneidet noch besser ab, wie die EU-Kommission und die EU-Umweltagentur berichten. Knapp hinter Österreich liegen Griechenland, Malta und Kroatien, die auch jeweils mehr als 95% ihrer Gewässer mit exzellent bewertet bekommen haben. Am unteren Ende des Rankings befindet sich Großbritannien. Ja, die werden noch immer von der EU bewertet. Hier erreichen nur 17,2% der Gewässer die höchste Qualität. Untersucht worden sind für den Bericht insgesamt mehr als 22.000 Badegewässer, also Küsten, Seen und Flüsse, darunter auch in den Nicht-EU-Staaten Albanien und Schweiz. Das war das Wichtigste für jetzt mal. Wir sehen uns gleich wieder beim nächsten Update hier bei Push auf Krone TV. Also bis gleich. Boom, 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 boom.